Wir haben 17 Punkte Rückstand auf Stuttgart. 17. Hier wird sich einiges verändern in diesem Verein. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Und da verschwindet vor lauter Enthusiasmus direkt mal der Titelscreen des Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 8. Episode und heute geht es weiter. Mission, Anschluss zu Stuttgart halten, die wahrscheinlich nach diesem Spieltag, es ist eigentlich unglaublich, 11 Punkte Vorsprung haben werden nach 12 Spielen. Das ist unmenschlich. Aber naja, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In der Videobeschreibung Links zu meinem Merchandise MGT und so. Hashtag herrlich. MGT Army. Checkt es aus. Und des Weiteren könnt ihr auch sehr, sehr gerne ja, bei IG Vault vorbeigucken. 6% Rabatt auf eure Coins mit Corebacks Gaming TV und bei meinen Social Media Links. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, gegen wen es in dieser Episode geht. Wir spielen gegen Heidenheim. Wir spielen gegen die Löwen und wir spielen gegen den VfB. Heidenheim wird simuliert, gegen die Löwen wird gespielt und gegen den VfB Stuttgart wird gespielt, gegen Stuttgart nachkommentiert, gegen die Löwen live. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Bin ich mir relativ sicher, aber ich hoffe, dass wir es schaffen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Vielleicht schaffen wir mal wieder 750 Likes. Das nehmen wir einfach mal als Ziel. Haut den Daumen raus. Das kann jetzt sehr laut gewesen sein. Ich weiß nicht, ich hau normalerweise nicht auf den Tisch, wenn ich aufnehme. Aber ich habe es einfach mal versucht. Vielleicht schaffen wir ja dadurch die Like. Ich weiß es nicht. Haut ihn auf jeden Fall raus. Nicht aus der Verantwortung ziehen. 750. Und die nächste Episode wird wieder top motiviert. Ich wollte damit übrigens nicht sagen, dass diese Episode hier nicht top motiviert wäre. Ein F bei Saren, rennen und ansonsten Durchschnitt. Durchschnitt, wirklich Durchschnitt. Auch in diesem Karrieremodus dürft ihr übrigens gerne Transfervorschläge bereits in die Kommentare schreiben. Nebenbei merkt es unser Ziel in dieser Episode, denke ich mal, relativ offensichtlich. Wir wollen, dass Stuttgart das erste Mal verliert. Es ist unglaublich. Wieso haben die 12 Spiele und 12 Siege? Das ist vollkommen utopisch. Hanek ist nicht ganz auf dem Damm, der möchte gegen Stuttgart spielen. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Deswegen wird er gegen Heidenheim dementsprechend auf der Bank sitzen. Ich mache mal eben die Aufstellung, dann sehen wir uns gleich im simulierten Screen. Der ist, ach ja, der ist ja verletzt. Gestern hat Philippe gegen Düsseldorf was. Eine sehr solide Leistung gebracht bei 96 im Pokal in Realität. Deswegen steht er jetzt auch wegen seiner guten Form hier in der Startelf, auch wegen dem Rating in der Simulation nochmal relativ wichtig. Heidenheim hat zuletzt gegen 60, gegen Stuttgart und gegen Dresden verloren. Spielen 4-4-2. Ich hoffe, wir können so ein bisschen unsere Misere, die wir in den letzten Episoden hatten, ausmerzen und 3 Punkte holen. Ich hasse Simulationen, ganz ehrlich. Vor allem, warum hat Sean am 69er Rating? Das liegt wirklich am Torwart teilweise, weil wenn der Torwart ein niedriges Rating hat, dann ist immer schwierig zu gewinnen. Oh, Gottes Willen. Wir sind gut in Form, so ist es nicht. Klaus, jawohl, bitte noch einen Ausgleich, wenigstens einen Punkt. Komm. Es werden 14 Punkte Rückstand auf Stuttgart. Wir werden niemals Meister werden, das ist, denke ich mal, klar. Aber wir müssen dranbleiben am Aufstieg. Und selbst da sieht es momentan recht kritisch aus, weil Nürnberg kann jetzt zumindest mal direkt aufholen auf uns. Wir haben bisher, ich glaube, 10 Gegentore und 17 Tore geschossen. Das ist zu wenig. Ja, Nürnberg kann aufschließen und führt Gott sei Dank noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gewinnen gegen 60 und Stuttgart. Also unsere Scouts machen momentan ganz miserable Arbeit. Ich habe jetzt mal den Auftrag geändert auf Distanzschütze und Spielmacher. Wir wollen ja einen Ersatz eventuell finden für einen Kreilach, der bei uns noch nicht so wirklich eingeschlagen ist und der eventuell wieder verkauft werden soll. Das ist halt einfach so. Hashtag Mkhitaryan. Wir spielen jetzt gegen die Löwen. Ich bin sehr gespannt. Momentan stehen die Löwen auf Tabellenplatz Nummer 8. Sind auch nicht so schlecht. Wir haben übrigens wirklich die zweitbeste Tordifferenz tatsächlich, aber es reicht. Oh! Tabelle mit St. Pauli und Bielefeld am Ende sogar gar nicht so unrealistisch. Ja, Würzburg und Heidenheim ist unrealistisch momentan. Naja, ja, wir jumpen jetzt rein und wir holen uns 3 Punkte. Vamonos, auf geht's, Motivation, ja, Mann. So, da sind wir wieder. Vertrautes Szenario, Regen in der HDI Arena. Gegen Dresden war das absolut nichts. Und heute muss es besser werden. Gegen Heidenheim war es auch absolut nichts. Deswegen spielt die gleiche Elf und die muss es ausbaden. Auf geht's. Daniel Stendel, wir haben unsere Mannschaft aufgestellt, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt da absolut keine Veränderung, deswegen ist das Ganze auch absolut nicht sehenswert. Überraschend halt, dass Anton nicht spielt, aber ich gebe Philippe mal die Chance, mal sehen, wie er sich schlägt. 1860, Eicher, Busch, Mauersberger, Bülow, Wittek, Schukalo, Perdedei, Aigner, Aichicek, Sades, Gyasi Sades, US-amerikanischer Nationalspieler und Ivica Olic. Ein junger, schneller, ein alter, talentierter, ich bin gespannt. Schiedsrichter Heiner Schnitti, der ist so sexy. Sieht schon mal gut aus hier in der Anfangsphase. Das ist Kenan Ekaraman mit der Ich habe nicht auf die Form geguckt, aber das Füllkrug auch schon wieder am Mittelpunkt so gefühlt stand. Das verstehe ich nicht. Er ist Stürmer. Oh, wei, ist die Seite frei, aber sah, der sieht es zum Glück nicht.
Preilach auf Schmiedebach. Manuel Schmiedebach. Manuel Schmiedebach. Und Vitus Eicher. Schmiedebach ist ja einer der ungefährlichsten Spieler im 96-Kader. Aber hat immerhin zwei Bundesliga-Tore erzielt. Gegen Nürnberg und gegen Hertha. Karaman mit der Flanke. Das Ganze... Ach du meine Güte. Geht er da durch? Wie durch ein... Ja, da höre ich dann mit dem Kopfschütteln auf, das war ein ganz schöner Versuch mal von Kreilach, aber das ist, ich verstehe das nicht. In jedem Karrieremodus läuft es eigentlich recht gut spielerisch, außer im 96-Karrieremodus. Und ich meine, wir sind zweite Liga und wir haben eigentlich einen recht guten Kader. Das ist jetzt nicht unbedingt unterschiedlich zu den anderen Karrieremodi. Sogar ein Kader der Liga dominieren müsste, aber wir machen es nicht. Wir müssen im Winter anscheinend Veränderungen vornehmen, Freunde. Das ist Vorteil. Boah Gott, was ist das für ein Pass? Husch die. Ja, mit rechts. Wenigstens gibt es noch gelb. Ja, Gott sei Dank. Ist eigentlich rot, ey. Ganz ehrlich, von hinten in die Beine. Füllkrucker, die Ballkontrolle eines, ich weiß nicht was, eines asiatischen Elefantens. Afrikanische Elefanten können ja bekanntlich Fußball spielen, asiatische glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht. Oh Gott, und Prip lässt sich da außen komplett auseinandernehmen. Philippe, Gott sei Dank, da. Das ist bisher eine ganz, ganz erschreckende Vorstellung. Seit dem Gegentor geht absolut nichts mehr, abgesehen von dieser Mini-Chance da von Kreilach. Vielleicht jetzt mal über Schmiedebach. Ah, der Pass war auch wieder scheiße. Der war überhaupt nicht auf den geplant, sondern auf Karaman. Wenigstens Sorg jetzt nochmal dazwischen. Wir bleiben mal an der Szene dran. Vielleicht entsteht daraus ja noch was. Wer weiß. So, jetzt mal Felix Klaus. Schön geschickt. Hat er im letzten Spiel auch getroffen, als nichts ging anscheinend. Wieder abgeblockt, Felix, ach Quatsch, Edgar Pripp. Nochmal zurück, Kreilach, Schmiedebach, nochmal Schmiedebach, Schmiedebach, nochmal Klaus, Kara, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Zweite Halbzeit, vollkommen egal, besser muss es werden. So, zweite Halbzeit, Doppelwechsel, Füllkrug raus, Karaman raus, Soberg rein, Bech rein. Füllkrug hat mir gar nicht gefallen, er hat jeden Ball verschenkt. Und ich verschenke ihn hier auch schon wieder. Oh, ich bin so scheiße. Freunde, das geht nicht. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir können das nicht ver... Also, wir können nicht mal unentschieden spielen. Das ist gar keine Option. Ich weiß nur nicht, was ich wechseln soll. Meier oder Basé? Meier. Oh, doch nicht für Soberg. Soberg mit der Balleroberung. Soberg! Das gibt's doch nicht. Mann, jedes Mal ein Fuß dazwischen. Ich werde jetzt schon wieder angespannt hier in der Situation. Wir sind auch schon in der 65. Und ich stehe jetzt schon auf totaler Angriff. Das zeigt schon mal einiges. Natürlich auch anfällig jetzt für Konter, gar keine Frage. Aber hier ist Sorg da. Das war ein scheiß Pass von Klaus. Den kann man mit ein bisschen mehr Druck spielen einfach. Dann ist Soberg nicht in dieser scheiß Situation. Balleroberung von Schmiedebach, das sah gut aus. Weit, oh, Gottes Willen. Nochmal Sebastian Meyer, sehr gut, schön. Ah, komm mal wieder eine Bredouille, nochmal die Flanke, Sané. Ah. Originale Nixkönner. Und ein originaler Nixkönner am Controller. Ich kann mit meinem Team nicht mehr spielen. Mit meinem Lieblingsteam werde ich hier vorgeführt von 60. Also bitte, von 60. Also. Wir lassen uns hier so vorführen. Wir kommen vor allem offensiv zu nix. Jetzt vielleicht mal. Komm, Uffe, lauf. In Lauf von Sobe, wieder scheiße gespielt. Von mir aber in der Situation. Felix Klaus, Klaus, Anschluss, komm. Jetzt aber, bitte.
irgendwie noch den Ausgleich. Scheißegal wie. Natürlich wieder. Wir liegen 2-0 hinten. Das ist genauso wie das Spiel gegen Heidenheim. Und Klaus macht den Anschluss. Aigner war es. Zweimal. Wei, oh wei. 90. Minute. Vielleicht die letzte Aktion. Nochmal Uffe Bech. Uffe Bech im 16er. Uffe Bech abgewehrt. Scheiße. Und jetzt ist vorbei. Wir verlieren das zweite Mal in dieser Episode. Wir haben 17 Punkte Rückstand auf Stuttgart. 17. Hier wird sich einiges verändern in diesem Verein. Ich korrigiere mich, es sind 11 Punkte, aber das täuscht trotzdem nicht über meine komplette Enttäuschung über diesen Kader und dieses Spiel und diese Leistung und alles Mögliche hinweg. Das war das letzte Mal, dass die 11 so gespielt hat. Wir werden Änderungen vornehmen und die werden drastisch sein. Die werden nicht nur minimal sein, die werden sich komplett auswirken. Und auch wenn das einige Entscheidungen sind, die mir nicht zwingend gefallen. Ich verstehe nicht, wie diese Spiele immer noch gute Form haben können. Das ist miserabel. Ich lehne mich da vielleicht ein bisschen mit weit aus dem Fenster, aber ich glaube, selbst ein verletzter Martin Hanek ist besser als das, was wir in dieser Woche gesehen haben bisher oder in dieser Episode bisher gesehen haben. Ich habe meine Konsequenzen jetzt... Das ist so unglaublich. Den wollte ich gerade aufbauen. Niklas Füllkrug bekommt eine Bewährungschance. Ansonsten werdet ihr aussehen, wie das Ganze jetzt startelftechnisch aussieht. Und es wird sich, sobald Sarian Rennbasé wieder da ist im Winter, sobald wir Talente haben, die wir spielen lassen können und sobald wir Transfers gemacht haben, noch mehr ändern. Ich bin gespannt, wie es laufen wird gegen das beste Team der... Guck mal, wer vor uns ist. Okay, wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Auf geht's. Hannover in der Krise und nun das Duell der Absteiger in Stuttgart. Der VfB bisher mit einer einzigen Niederlage, die letzte Woche kassiert und dementsprechend trotzdem natürlich noch mit absolutem Abstand Tabellenführer in der zweiten Liga. Die beeindruckendste, dominanteste Serie, die es jemals im deutschen Unterhaus gegeben hat und die sollte gegen Hannover 96 fortgeführt bzw. wieder auf die Beine gebracht werden. Wir sehen es momentan 14 Punkte Vorsprung, 13 Punkte vor dem Zweitplatzierten aus Braunschweig. Das ist einfach nur heftig und dementsprechend die Cannstätter Jungs auch mit einer wunderbaren Choreo, die sie für ihr Team organisiert hatten, um sie eben zu pushen, um auch wieder gegen Hannover in die Erfolgsspur zurückzufinden. Daniel Stendl hatte gesagt, so wie es momentan ist, kann es nicht weitergehen, wir werden einiges ändern und das war auch passiert. Es gab einige interessante Personalentscheidungen und einige, die viele der Hannover-Fans, die auch mitgereist waren, überraschte. Wir gucken uns aber zunächst einmal das Team mit der besten Heimbilanz der zweiten Liga an, den VfB Stuttgart, und da sehen wir bereits, das ist eine 11, mit der man rechnen muss, auch in der ersten Liga. Lengerek, Großkreuz, Sunjic, Kaminski und Heise in der Verteidigung, Hosogai, Zimmermann, Mané, Afdijay, Werner und Ginczek. Das ist ein Team, das ohne Probleme auch mit der Bundesliga-Erfahrung in der ersten Liga bestehen kann. Auf der anderen Seite Hannover, da änderte sich einiges und vor allem eine Personalie, die ganz, ganz viele Leute auch hier in Stuttgart überraschen sollte. Daniel Stendl baute im Tor nicht weiter auf Philipp Chaun, aber auch nicht auf Samuel Shahin Radlinger, sondern auf jemand ganz anderes und zwar auf den Nachwuchs. Timo Königsmann auf der Rechtsverteidigerposition, Marvin Bakalor, Zane, Anton und Albonos komplettierten die Defensive. Davor Husti und Fossum Meier auf der 10 und vorne Bech, Füllkrug und Klaus. Bewährungschance für die Nummer 24, den besten Torschützen der zweiten Liga momentan. Auch er hat in den letzten Wochen stark abgebaut, aber er bekam von Daniel Stendl noch einmal den Vorzug vor Arthur Soburg oder auch einem Kenan Karaman. Für Königsmann das erste richtig krasse Spiel in der zweiten Bundesliga, das erste Pflichtspiel für seine 96er, bei denen er bereits in der Jugend krasse Leistungen gebracht hatte. Und wir gehen rein in die Partie und schauen mal, wie 96 reagierte auf das, was der Trainer forderte. Sie spielten aggressiv und das sehen wir auch hier mit einer gewissen Grundeinstellung. Da geht in diesem Fall Sebastian Meyer klasse hinterher. Die Balleroberung in Kooperation mit Felix Klaus und der geht gleich nach vorne. Schöne Bewegung und dann der Ball auf Niklas Füllkrug, der den nicht erwischt, ein bisschen unförmig aussieht, aber direkt nachsetzt und Lengerek so in Probleme bringt. Die anschließende Flanke kommt nicht sonst sonderlich gefährlich, weil Lengerek da ist, aber man sah, 96 hatte sich einiges vorgenommen und sie wollten hier wieder mal 3 Punkte holen. Das ist natürlich besonders schwierig in Stuttgart, aber sie wollten eventuell auch ausnutzen, dass der VfB zuletzt verloren hatte. Wir sehen hier, die hatten Probleme, sich rauszukombinieren. Sie konnten den Ball gar nicht richtig nach vorne spielen, weil 96 bzw. die Offensive der 96er immer direkt da war, anlief und dementsprechend die Räume sehr, sehr eng machte für die Männer aus Schwabenland. Uffe Bech mitten im Ball auf Niklas Füllkrug, da waren 15 Minuten gespielt.
und Niklas Füllkrug mit der dicken Chance für 96. Nicht das 1:0 für den ehemaligen Nürnberger. Für ihn wäre es natürlich schön gewesen, hier zu treffen, auch um seine Torflaute und seine Formkrise ein bisschen abzuschließen. Aber Mitchell Langerak, auch wenn er nicht rangekommen wäre, sieht oder schaut diesen Ball am Tor vorbei. Trotzdem hatte 96 weiter Druck. Auch hier wieder Balleroberung von Uwe Bech, dann Sebastian Mayer wieder raus auf Uwe Bech. Aber der hat leider Gottes nur einen starken linken Fuß, muss in die Mitte ziehen, wird abgewehrt. Aber 96 war trotzdem die deutlich bessere Mannschaft. Stuttgart erst nach einer halben Stunde erstmals gefährlich in der Offensive, beziehungsweise allgemein in der Offensive. Fehler da in der Defensive der Hannoveraner, aber Timo Königsmann ist da mit seiner ersten Profiparade für Hannover 96. Gut gehalten, dieser Schussversuch, die anschließende Ecke von Tobias Werner in die Mitte gebracht. Das Ganze ja relativ schwach geklärt von 96, da sehr langsam. Allerdings ergab sich trotzdem die Konterchance über Sebastian Mayer, der das da gut macht und auf Felix Klaus weitergibt. Und die rasende Ananas ist, wie der Name schon sagt, sehr, sehr schnell unterwegs. Gut gemacht, die Flanke in die Mitte und da steht Füllkrug. Guter Kopfball, aber Langerak hat aufgepasst und der Australier dementsprechend mit der Parade in der 35. Minute. Jetzt war Stuttgart trotzdem offensiv ein bisschen mehr bestrebt, etwas zu reißen. Das ist Philipp Heiser auf der Außenbahn. Aber Salif Sané, sehr, sehr schönes Tackling, verhindert weitere Aktionen der Stuttgarter. Und Marvin Bakalotz, der bisher auf seiner Seite keinen Zweikampf verloren hatte, verliert auch diesen hier nicht, holt sogar noch einen Freistoß raus für sein Team. Der Ball auf Albonos dann gut, allerdings kam der mehr oder weniger als Boomerang zurück. 45. Minute, AfDJ, der Pfosten rettet für Hannover 96. Das war die dickste Chance im ersten Durchgang überhaupt für die Stuttgarter. Königsmann wäre nicht mehr rangekommen, musste er aber auch nicht. Und somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Stuttgart hatte auf jeden Fall Probleme gegen die aggressiven 96er, die genau das umzusetzen schienen, was Trainer Daniel Stendel gefordert hatte. Jetzt musste es nur im zweiten Durchgang so weitergehen und im Idealfall mit einem Tor gekrönt werden, denn 3 Punkte, das hatte Stendel ebenfalls gesagt, waren der Hauptgewinn in diesem Spiel und das Hauptziel, wenn man es so sagen will. Die zweite Halbzeit startet aber erstmal gefährlich aus Sicht von Hannover 96. Mané mit dem Pfostenschuss, das Ganze wieder schwach geklärt. Donis Avdijay macht den Ball nochmal heiß. Philipp Heise, die Flanke in die Mitte. Königsmann faustet den raus, aber 96 kann die Situation nicht klären. Daniel Ginczek, Werner und dann ist im Endeffekt auch Thibaut Königsmann da und kann diesen Ball entschärfen. 96 in der Offensive wieder ein bisschen unkreativ im zweiten Durchgang, kam aber ab und zu mal in Ansätzen zu Chancen. 60 Minuten durch, Uffe Bech mit dem Ball auf Sebastian Mayer. Das ist Marvin Bakalorz. Bakalorz mit dem Ball auf Füllkrug. Den muss er machen, den macht er nicht. Die dickste Chance der 96er, vergeben von Niklas Füllkrug. Langerak mit der klasse Parade, Husti mit der anschließenden Ecke auf den Kopf von Anton und Sané, allerdings die nicht weiter gefährlich. Es sah so aus, als ob das Ganze mit dem 0:0 enden würde. Klaus wieder mit der Balleroberung, seine Flanke aber in die Arme von Mitchell Langerak. Wir gehen ja in die 79. Minute, Wechsel bei 96. Hanik, für ihn natürlich eine besondere Partie für den Ex-Stuttgarter, und Arthur Soberg kamen in die Partie hinein und Hanik sollte noch eine gewisse Rolle spielen gegen seinen Ex-Club. Er wollte natürlich die 3 Punkte für seinen aktuellen Verein holen und wollte zeigen, dass Stuttgart ihn zu Unrecht hatte gehen lassen. Ja, und auch Arthur Soberg wollte beweisen, er ist ein Goalgetter und er kann auch in der zweiten Liga treffen. Direkt die erste Aktion, direkt nach dem Wechsel, Füllkrug auf Martin Hanik. Hanik im 16er zurück auf Füllkrug und er rutscht eher in den Ball rein, verliert die Kontrolle auf dem nassen Boden und vergibt diese Riesenchance. Es sollte nicht sein für Hannover 96, im Gegenteil, sie bekamen in der Defensive nochmal Probleme. Stuttgart, die Flanke in die Mitte von Großkreuz, Zimmermann, das Ganze abgewehrt und da ist Maxim. Was für eine Parade von Timo Königsmann, der junge Keeper mit der Nummer 40 auf den Rücken, hält seiner Mannschaft hier den Punkt zumindest für den Moment erstmal fest. Klasse! Ja, direkter Schuss aus der Drehung von Alexandru Maxim, aber Königsmann ist da und bringt 96 dazu, dass sie noch eine Chance bekamen. Arthur Soberg, wir sind in der Nachspielzeit der Partie, der eingewechselte Pole spielt den Ball in die Mitte, da steht Füllkrug und er spielt weiter auf den ebenfalls eingewechselten Martin Hanik. Langerak ist da und hält diesen Ball gerade noch so von der Linie fern. Kurze Ecke anvisiert vom Österreicher, aber Langerak zum wiederholten Mal in dieser Partie mit der klasse Parade. Die anschließende Ecke, Martin Hanik kurz ausgeführt auf Uwe Bech, der Linksfuß mit der Flanke, Soberg mit dem Kopfball über den Kasten und dann war es auch vorbei. Hannover auf jeden Fall mit einer Wandlung im Vergleich zu den letzten Wochen. Viel Kampf bewiesen, defensiv einige Probleme gab, Königsmann entschärfte das Gröbste, aber offensiv hapert es momentan bei den 96ern. Sie bekommen den Ball nicht mehr so hochfrequentiell in den Kasten wie zum Beginn der Saison. Daran muss gearbeitet werden, aber es war auf jeden Fall ein positiver Aspekt und einige Spieler, die eigentlich ein bisschen bei Stände durchs Raster gefallen schienen, wie beispielsweise ein Fossum oder ein Timo Königsmann, konnten sich beweisen und sich für weitere Aufgaben empfehlen. 0:0 zwischen den Absteigern aus Stuttgart und Hannover.
ein versöhnlicher Abschluss für diese Episode. Der erste Punktverlust von Stuttgart und wir haben nicht verloren. Nächste Episode müssen wir darauf aufbauen. Wir müssen nächste Episode die ganze Zeit dreifach punkten. Aber wir sehen, mit dem Team klappt es schon besser. Und damit war es das auch ohne Umschweife von dieser Episode. Wenn es euch trotz der sehr schwierigen Situation momentan gefallen hat, zeigt eure Liebe, zeigt, dass ihr daran glaubt, dass wir uns wieder fangen können, auch wenn wir momentan nur Tabellenvierter sind. Und lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch überfreuen. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken und wir sehen uns bei der nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.